Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Gutschild, Föderation des Lichts, vom 12. Dezember 2020. Übersetzt von Emmy X. Guten Morgen. Ich werde natürlich mit dem Thema der Monolithen beginnen. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, sind viele weitere echte Monolithen an den seltsamsten Orten rund um den Globus aufgetaucht. Es gibt natürlich viele Spekulationen und Gerüchte. Einige sind anscheinend nur Streiche, doch für andere gibt es keine Erklärung. Also, vielleicht sollten wir einfach damit weitermachen. Guten Morgen, Abend, Nachmittag, je nachdem, wo man sich befindet, wenn man diese Worte empfängt. Haben diese großen Säulen euch nicht ein wenig in Erstaunen versetzt, Blossom? Vielleicht fängst du ausnahmsweise mal an, uns zu glauben. Wir scherzen natürlich, dennoch weißt du, was wir meinen. Ja, das tue ich. Ich versuche zu akzeptieren, dass sie aus einer anderen Welt kommen. Also werde ich diesem Gedankenmuster folgen und keine Zweifel während dieser Sitzung zulassen. Ich denke, wir sollten es einfach angehen. Wohl wissend, dass wir nicht jeden Zweck und jede Verwicklung offenlegen können, denn das würde die Überraschung ruinieren und vielleicht denjenigen zu viel verraten, die sich nicht in den Plan einmischen sollten. Also, ihr sagt, es sind Monitore. Was genau überwachen sie? Überwachung von Frequenzen, energetischem Magnetismus innerhalb eines großen Bereichs um jeden von ihnen herum. Überwachung der Umgebung und Aufrechterhaltung eines energetischen Gleichgewichts an den Orten, an die sie gesetzt worden sind, um sicherzustellen, dass sie in Ausrichtung auf ihre Funktion stehen. Welche ist? Das Blossom muss aus offensichtlichen Gründen unter Verschluss gehalten werden. Aber ihr könnt doch fühlen, dass etwas im Gange ist, oder nicht? Nur ein Gefühl, ja. Begleitet von einem vagen Bild, das schwer zu beschreiben ist, von diesen Strukturen, die zu einer bestimmten Zeit aktiviert werden, alle zusammen, die das Licht der Sonne reflektieren. Moment mal, ich glaube, ihr seid diejenigen, die das erklären sollten. Denn während ich schreibe, wird es immer klarer. Du hast in der Tat unsere Arbeit sehr gut gemacht. Was wir dir sagen können, ist, dass das, was du sagst, richtig ist. Sie werden aktiviert, eingeschaltet, zu einem bestimmten Zeitpunkt und erschaffen, innerhalb von sich selbst und doch alle als Einheit zusammen, eine Energie, wie sie nie zuvor gesehen worden ist. Ja, die Sonne ist sehr stark einbezogen. Wir würden sagen, dass die Sonne in einer bestimmten Höhe und Kraft zu einer bestimmten Zeit ihr Schlüssel ist. Wir würden sagen, dass bis dahin alles an seinem Platz sein muss, da sie zusammenarbeiten. Sie sind sozusagen als ein Team konzipiert. Als ihr sagtet, es würden viele sein, war ich überrascht zu sehen, dass weitere so schnell auftauchten. Sie werden in Etappen ankommen. Sie werden ihre Energie schrittweise aufbauen, um sich zu etablieren und ihre Position zu festigen. Stehen Sie im Zusammenhang mit der riesigen Ankündigung? Nicht direkt. Das ist noch im Gange. Und alles, was wir darüber gesagt haben, wird sich ereignen. Okay. Ihr sagt, es sind Aktivatoren. Was genau aktivieren Sie? Als grundsätzliche Antwort würden wir alles sagen. Dennoch gibt es viele spezifische Missionen, die diese Strukturen neu starten sollen. Neustart? Das ist interessant. Wie das? Liebste Blossom, diese Monumentalstrukturen sollen in bestimmte Leylinien und Gitternetze gesetzt werden, die ihre Elektrizität, Energie durch das gesamte System fließen lassen können. Ihr wisst von Stonehenge und anderen verbundenen Steinen, die vor langer Zeit innerhalb der Grenze der Erde positioniert worden sind, damit die Star Alignments, Ausrichtung der Sterne, mit ihnen zusammenwirken.
In diesen Zeiten sind diese Starbeams, Sternenstrahlen, im Wesentlichen dazu da, den Kurs zu wechseln, von dem, was so tief in der Dunkelheit verborgen war, zu dem, was so großartiges Licht hervorbringt, um die Transformation aus dem Alten ins Neue zu unterstützen. Starbeams? Meint ihr die Monolithen oder die Sterne, die sie ausrichten? Wir meinen die Monolithen, denn sie werden in der Tat als solche erscheinen, wenn sie aktiviert sind. Ihre Lichtenergie wird stärker sein als die eurer Beleuchtungssysteme und jenseits von allem, was ihr bisher kanntet. Also fungieren sie als Aktivatoren für vieles, genauso wie für sich selbst, um aktiviert zu werden. Ja, die Energie, die von ihnen erzeugt wird, wenn sie mit bestimmten Sternen-Planetenausrichtungen kombiniert wird, wird das gesamte Sonnensystem aktivieren. Als eine Art, alle Systeme werden aktiviert. Und ja, so wie du es vermutest, Blossom, sollen sie auch das menschliche Seelenlicht aktivieren. Die Umschläge. Der Gedanke kam mir gerade in den Kopf. Wird das die Öffnung der Umschläge sein? In der Tat, das wird es. Wow. Ich möchte aber klarstellen, dass es meine persönliche Entscheidung ist, nicht zu fragen, wann dies geschehen könnte. Das verstehen wir. Es werden noch viele weitere in kürzester Zeit folgen. Einer wurde mitten in einem Einkaufszentrum entdeckt. Das Einkaufszentrum wurde gebaut, lange nachdem die Positionierungen dafür festgelegt worden sind. Ihr sagt, es sind Verbindungen. Verbindungen zu was? Verbindungen zu einer Reihe von Dingen, die uns auf der Zunge zergehen. Verbindungen zu Sternensystemen. Verbindungen zu Sternenfamilien. Verbindungen zu dem, was außerhalb eurer planetarischen Begrenzungen liegt, um sich für das zu öffnen, was dahinter liegt. Die komplette Energie dieses Geschehens verbindet die Seelenwesen mit der Wahrheit von dem, was sie sind. Dennoch werden viele nicht in der Lage sein, die Energie zu nutzen und wie wir bereits in Bezug auf andere Angelegenheiten gesagt haben, werden sie wählen, ihren Abschied zu nehmen. Das wäre wirklich schade. Zu gehen kurz bevor die Party richtig losgeht. Nicht für diejenigen, die die Energie nicht bewältigen könnten. Ihr sagt, sie sind Rezeptoren, Empfänger. Rezeptoren für zu was? Licht. Signale. Ist dies, wo die Säulen des Lichts ihren Einsatz haben? Sie sind in der Tat sehr stark mit dieser Begegnung verbunden. Ihr sagt, sie sind Reflektoren. Was reflektieren sie? Sie reflektieren Licht und Kraft von der Quelle. Ach du meine Güte, ich habe gerade eine Gänsehaut am ganzen Körper und mein Herz ist am Pochen. Also, ihr habt vorher gesagt, dass die Sonne ein Portal zur Quellenenergie ist. Also wollt ihr damit sagen, sie reflektieren Licht und Kraft von der Sonne? Manche würden es als ein und dasselbe betrachten. Woher leitet sich das Wissen von den Sonnengöttern aus dem Innern der Menschen im Altertum ab? Also ich muss einfach fragen. Wieder einmal das Herz auf der Zunge. Sind diese Starbeams und die Säulen des Lichts alle verbunden zu mit dem großen Event, über den schon immer gesprochen worden ist? Es fühlt sich jedenfalls so an, als ob es hier eine Verbindung gäbe. Blossom. Alles ist miteinander verbunden. Ihr bewegt euch in eine höhere Schwingung. Pläne sind, haben immer schon existiert. Und je weiter eure Zeit voranschreitet, desto mehr von dieser Wahrscheinlichkeit wird jetzt offensichtlich. Ja. Doch obwohl ich all das mitmache, während wir uns heute verbinden, gibt es immer noch diese nagende Vorstellung, dass das alles surreal, unrealistisch ist. Weil ihr darauf programmiert worden seid, so zu denken. Ihr seid darauf programmiert worden, solche Dinge nicht zu glauben und euch selbst zu deprogrammieren und in eure Wahrheit zu gehen, erfordert Mut, Stärke, Standhaftigkeit und Vertrauen. Yes, Sir.
Nun, ich muss sagen, das ist alles sehr aufregend. Dennoch, ich werde nicht den Atem anhalten, dass dies morgen oder irgendwann in naher Zukunft geschieht. Es gibt so viel anderes, was im Moment in der Welt passiert. Noch nie hat es eine Zeit wie diese gegeben. Ihr seid wahrlich gesegnet, zu dieser Zeit auf eurem Planeten Erde zu sein. Beobachtet euch, fühlt euch und erhebt euch in die stärkere Anerkennung der Wahrheit von euch selbst. In der Tat aufregende Zeiten, Blossom Gottschild. Warum benutzt ihr manchmal meinen Nachnamen und manchmal nicht? Wir mögen es. Oh, okay. Ich muss noch etwas aufgreifen. Ihr habt das Wort Neustart benutzt. Was bedeutet das? Das bedeutet das Hochfahren eines alten Systems, das vor langer Zeit eingerichtet worden ist. Wenn wir so wollen, vergleichbar mit einem Computer, der sauber und mit guter Intention startet, um zu funktionieren und so zu bleiben. Doch im Laufe der Zeit wird er mit allerlei Zeugs vollgestopft, das sich festsetzt und das System verstopft, bis es abstürzt und zusammenbricht. Euren Planeten neu zu starten, zu deprogrammieren und durch Licht zu ersetzen, wird der geplante Ablauf sein. Das ist alles für heute. Wir haben das Gefühl, dass es genug ist, um sich damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Fürwahr, fürwahr, fürwahr. In Dankbarkeit, im liebevollen Dienst, ich bin. Sehr aufgeregt. Ich denke, möglicherweise, vielleicht. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.